Damit wieder mal willkommen zu No Man's Sky und diesmal zur 5. Expedition, der Exobiologie-Expedition. Heyo, und da sind wir immer noch eiskalt unterlegt und wollen zum nächsten Planet. Das dürfte dann jetzt Stachelig brauchen wir noch. Und den tropischen. Der tropische hat aggressive Wächter. Das ist ein bisschen eklig. Okay, stachelig und tropisch. Stachelig und tropisch. Auf geht die wilde Fahrt. Stachelig und tropisch. Fliegen wir ein Stückchen. Damit ich auch wieder hier angezeigt kriege. Ah ja. Das ist der Stachelige. Das ist der Gefrorene. Das ist der Verlassene. Ich glaube, der Tropische ist hinter dem Stacheligen. Dann ist der Stachelige Nummer Uno. Also auch ganz gut, bevor wir uns das mit den aggressiven Wächtern antun. Ist das gar nicht mal so doof. So, ich hätte gern mal in meine Tierliste kurz reingeguckt. Denn ich wollte eigentlich hier diese Kuh hier mal entfernen, auch wenn der Kopf cool ist. Aber ich werde den Platz noch brauchen. Hier geht's dem, 95%, und hier mein, der Knuddeli. Der Knuddeli, ich finde den cool. Den werde ich, glaube ich, behalten. Da habe ich den zur Sicherheit auf Halde. So, hier, wir schmeißen da mal ein bisschen Uran rein. Hier schmeißen wir mal ein bisschen Tritium rein. Nein, und das wollte ich nicht. Ah, pulst sogar direkt weiter. Das ist in Ordnung. Das ist sowas von in Ordnung. War ganz schön Strecke. Ja, am anderen Ende des Universums. Wäre es nicht schlau, schon mal auf die andere Seite zu fliegen von dem Planet, wo dann wahrscheinlich auch der Tropische sich dann dahinter versteckt? Ja, eigentlich schon. Aber ich mach's trotzdem nicht. So, stacheliger Planet. Zack. Im Landeanflug. Da bekommen wir nämlich das nächste Anomalietier her. Hoffe ich doch mal. Ist nicht immer garantiert, aber es wird schon angezeigt, dass nur ein Tier da ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Hallo. Schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ja, Herr Wächter. Alles ist gut. Alles ist schön. Da, 80 Meter in die Richtung, ist ein Tier. Da wandert es doch schon. Zack. Haben wir ein weiteres. Die kann ich nicht abbauen. Ist aber auch nicht schlimm. So, ist das tatsächlich das Uno-einzige Tier? Ist nämlich nicht immer garantiert, aber sieht sehr gut aus. Dann nehmen wir natürlich die 250 Units noch mit. Ja, und dann können wir eigentlich... Ah, das ist tatsächlich ein Mond davon. Okay. Dann können wir hier auch schon direkt wieder abhauen. War es ein sehr entspannter Kurzbesuch. Und los. Jetzt muss ich nur mal so auf die Schnelle. Ja, der ist natürlich direkt dahinter. Das heißt, ich muss mal hier so ein bisschen seitlich von dem Planeten wegkommen.
damit ich den überhaupt zu sehen bekomme. Bekomme ich immer noch nicht. Na komm, zeig dich irgendwo. Da ist er. Perfekt. Das wird jetzt schön. Aggressive Wächter. Das wird eine Wonne. Warte mal, kurzer Schwenk und Überblick, ob es hier Wasser gibt. Nope. Obwohl, Wasser. Naja, Wasser hat schon eine Relevanz. Aber gerade keine sehr große. Was haben wir denn hier? Ist das eine schlechte Fabrik? Bei der ich nicht landen möchte? Ich bin mir unsicher. Aber ich bin eher auf Tierjagd. Da ist mir die Station eigentlich recht egal. Plupp. Ah, deswegen aggressive Wächter. Hier gibt es Gravitonbälle. Hier gibt es Gravitonbälle. Ja. Scan was anderes, mein Freund. Das ist doch jetzt blöd. Na klar, macht er das. Selbstverständlich. Das wird interessant, glaube ich. Sehr gut. Ich lande erneut. Das ist ja so klar. Was lässt du fallen? Knochenklumpen. Ja, das war mir irgendwie gerade bewusst. Warte mal. Hi. Zack. Klumpen nehmen. Danke. Da sind Tiere. Hier ist ein Tier. Der gibt doch bestimmt wieder nur die Kackmilch. Frische Milch, na klar. Und du? Gibst du auch wieder nur die Kackmilch? Klar. Und du auch? Klar. Du genauso. Klar. Was erwarte ich auch? Oder was? Haben die mich echt verloren? Und das war Pfeifen. Okay, das war jetzt aber echt keine Glanzleistung von denen. Ja. Tieretechnisch hält sich gerade in Grenzen. Eins in der Luft noch. Okay. Das Vögelchen habe ich aber, glaube ich, auch schon gesehen. Ich habe es noch nicht gescannt. Das war kein wirkliches Fliegevieh. Die schweben da hinten rum. Ist ja putzig. Okay, was ist denn das hier für dieses Knochenklumpen? Steht nichts dran, was ich dafür kriege. V-
Verarbeite etwas in einem Nährstoffprozessor, um essbare Produkte zu erzeugen. Aha. Okay. Na gut. Hier ist jetzt auch nicht so viel los. Können wir eigentlich nur weiterfliegen? Weißt du was? Ich probiere es einfach mal. Aha. Lebenserhaltung aufgeladen. Okay. Also auch nur Lebenserhaltung. So, Planeten haben wir jetzt alle abgegrast. Mäßig erfolgreich. Aber nächste Station steht an. So. Und das ist auch schon das Ziel von Treffpunkt Nummer 2. In einem Vaikin-System. Okay. Auf geht's. So, Yubinka. Wo ist die Raumstation? Die ist natürlich Ziel Nummer 1. Landung erfolgt. Genau die Gelegenheit, die ich brauche. Um meinem Handy etwas Strom zu geben. So. Hat doch gepasst. Okay. Wir verballern, glaube ich, erstmal die Module, die Erweiterungsmodule. Was hatten wir hier? Ach, das ist Exo-Anzug-Erweiterung, okay. Dann würde ich sagen, ran an die Hütte. Zehntausend, 1000, 200.000. Ja, ne? Ja, nehmen wir doch eher den. Und dann gehen wir direkt wieder ran. Und dann können wir die Module nutzen. Aber hier. Da, wo es am teuersten ist. Sehr schön. Ja, hier, gib mir das mal. Danke. Aha, aha. So, sonst noch irgendwelchen Schrott, den ich verkaufen muss. Die beiden Dinger muss ich auf jeden Fall verkaufen. Das kann ich aber auch hier hinten machen. Da brauche ich nicht auf die andere Seite rüber. Hallo, ihr Lieben. Na, das nehme ich doch mal mit. Danke. So, hier. Weg. Hier. Weg. Ja, den Rest wirkt ein bisschen so, als wenn ich den tatsächlich noch brauche. Auf dem Schiff selbes Spiel. Außer eigentlich, glaube ich, die Planetenkarten. Da will ich nicht voreilig reagieren, denn vielleicht muss ich eine Unterwasserbase finden. Falls ich nicht anders an ein Grauen aus der Tiefe rankomme. Falls das nicht zufällig auf der Strecke liegt. So. Und genau das machen wir nämlich jetzt auch als erstes. Also nicht das Grauen aus der Tiefe, sondern die Strecke. Wir begeben uns einfach mal zu Treffpunkt 2. Das gibt nur ein Lebenserhaltungsmodul, das könnte ich sofort machen. Spezifische Umgebungen, ja, die sammeln sich. Wenn ich eh Planetenhopping mache, sammeln die sich von allein. Okay, das mit den Eier. Ja, hier packe Kuchen und sowas. Dafür brauche ich halt als Grundlage zumindest die Eier, wegen dem Nährstoffprozessor.
So, Käferbegleiter werde ich noch finden müssen. Sumpfgebiet. Entdecke Kreaturen in einem Sumpfgebiet. Dafür muss ich erstmal ein Sumpfgebiet finden. Auch Automatik. Durchs Planetenhopping. Planet mit 13 Arten, genau das gleiche. Fliege mit Begleiter. Sobald ich den Käfer habe, kann ich da schön 4000 Uhr zurücklegen. Exotische Kreaturen habe ich 2. Kommt auch noch. Ansehen verbessern und die Knochen, das wird dann wieder abarbeiten, relativ zum Schluss. Und Weltraumwesen, ja, da muss ich ein bisschen Glück haben. Was man denn so findet beim Pulsen. Okay, dann erstmal ab zu Treffpunkt Nummer 2. Da muss ich hin. Bevorstehende Kernexplosion. Das klingt ja schon mal... Wirkt nicht so liebevoll. Und noch ein Stück hin. Wie sieht denn das hier eigentlich im System aus? Was haben wir hier Schönes? Regnerisch, ausgetrocknet, Kernexplosion, trostlos, scharf. Scharf ist gut. Scharf müsste wieder so einer sein. Gamma-intensiv. Okay. Okidoki. Joycer. Joycer nennt sich der Planet. Auf jeden Fall bevorstehende Kernexplosion. Entweder völligst verstrahlt. Ja doch, müsste völligst verstrahlt sein. Naja, fürs Nötigste reicht es ja immer. Dafür braucht man nicht mal irgendwelche extra Dinge. Ja, jetzt fange ich schon an, wieder die 5 Millionen Basen und Marker aufzuploppen. Ka-ching. Ich sehe die Oberfläche, aber bin ich einfach falsch rum. Ich stehe einfach auf dem Kopf. Grobe Einschätzung meinerseits. Okay. Ah, da ist eine Basis und Dingsbumse. Die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es da lang geht. Die Base. Nudelrendezvous 2. Expedition 5 Base. Ja, schön. Sollte es tatsächlich auf einem Berg sein? Eher nicht. Okay. Ich werde wohl landen müssen und mal gucken müssen, wo genau ich hin muss. Meilenstein abgeschlossen, ein randvolles Universum, ein Planeten mit üppiger Fauna besucht. Ah, hier gibt's viele Tiere. Das finde ich sehr positiv. So, wir müssen in die Richtung. Dann würde ich von diesem Speichersignal ausgehen. Alles klar. Und hier gibt's viele Tiere. Da ich da direkt eins sehe... Was hast du zu bieten? Wilde Milch.
Naja. Jetzt nicht so der Hammer. Was hast du? Warme Protomilch. Die habe ich schon. Oh. Wo ist mein Schiff? Da. Ich muss natürlich auch mitten in dem Sturm losziehen, um solche Aktionen zu machen. Da will ich hin. In die Richtung muss es sein. Ui. Also Richtung ist zumindest richtig. Ich bin gerade nur nicht ganz sicher, ob ich bis dahinter muss. Ich sehe so übel nichts. Ich sehe gar nichts. Fliege ich überhaupt noch nach unten? Ja, ich fliege noch nach unten. Wow. Komm, lass mich landen. Ich will noch mal gucken, ob ich wirklich so weit in die Richtung muss. Du schickst mich jetzt echt wieder dahin? Das ist frech. Ich probiere es mal mit diesem Signal, was da aufgestellt wurde. Ja, du mich auch mit extremer Temperatur. Ich will ins Weltall und dann zu diesem Speichersignal in der Hoffnung, dass das der richtige Ort ist. Natürlich nicht. Das ist nur eine Kackbase. Ach, ist das belastend. Da ist noch ein Speichersignal. Ich glaube, ich muss tatsächlich einfach mal schauen. Okay, es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ja, du mit deiner extremen Temperatur. Kannst mich mal. Dann wieder hierhin. Aua. Ah. Ich soll jetzt auf diesem Berg landen oder was? Das ist natürlich alles zu steil. Kann ich natürlich nicht landen. Lande doch einfach irgendwo. Es ist mir egal. Komm. Lande. Hier dürfte es doch gehen. Ich bis auf den Berg hoch. Damit er landen kann. Das ist ein Kackplatz. Und das hier. Da fehlt ein Stück. Nein. Weiter hoch.
Komm, lande. ...1200 in die Richtung. Moment. Also wirklich 1200 in die Richtung. 5 Minuten. 5 Minuten klingt sinnvoll, 5 Minuten klingt auch sinnvoll. Ja. Zum. Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Oh, wie die 5 Millionen Dinger wieder aufploppen. Ich möchte hier eigentlich nicht landen. Lass mich doch einfach hier landen. Komm. Ist mir kackegal. So, jetzt kommen wieder 5 Millionen Einblendungen von irgendwelchen random Spielern. So, jetzt dauert es 3 Stunden, ehe mir angezeigt wird, dass ich das wirklich abgeschlossen habe, den Sound aber schon bekommen habe, weil der erste Mal die ganzen 5 Millionen Nachrichten hier durchspult. Ja, zeigt es mir gar nicht an. Das ist noch geiler. Hat sich direkt aufgehangen. Ja, das interessiert kein Schwein, wo du herkommst. Hat natürlich einer direkt da drauf einen PC gesetzt, beziehungsweise da rein. Ganz prickelnd. Biologische Identität. Was ist es denn? Leopardenfrucht. Ja, na klar. Ich muss doch da ranlaufen, oder? Hat das jetzt... Ja, Treffen 2 abgeschlossen, Belohnung verfügbar. Wird nicht angezeigt. Wird nicht angezeigt, wegen den 5 Millionen Free Ukraine. Ihr Beklatschten. Ihr Kaputten. Lass doch Spiel, Spiel sein, ihr blöden Säcke. Ja, Meldung wird es nicht geben. Die kommt wahrscheinlich irgendwann mal. Wahrscheinlich, wenn ich schon lange hier wieder weg bin. Auf jeden Fall haben wir Treffpunkt 2 damit erreicht. Und von hier aus starten wir dann auch in die nächste Folge, weil wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten. Ciao, ciao.